Moinsen! Heute sprechen wir mal über dieses wunderschöne Gerät. Und was es damit auf sich hat, erfährst du nach dem Intro. Also, Abfahrt! Nun, was ist das? Ein wunderschönes Gerät, was ich erhalten habe von Simbay Shop in Kooperation mit 3D Simgear. Da ist der gute Nocturne mit involviert und der gute Denso. Denn der gute Nocturne hat zu Denso gesagt: Ey, du, schick das doch mal dem kleinen Dickerchen, der kann sich das mal angucken. Und dann habe ich das erhalten. Das ganze Gerät kannst du im Simray Shop erhalten für 199 Euro. Und was das kann, das werde ich dir jetzt erklären. Wie du hier auf dem Bildschirm schon sehen kannst, sind dort allerhand Sachen drauf. Ich habe jetzt erstmal ja, einen Dash, sage ich mal, geladen. Und auf diesem Dash siehst du dasselbe wie auf meinem Lenkrad. Ich habe jetzt natürlich zwei Sachen hier dran. Ist völliger Overkill. Das ist aber nur für mich zum Testen gewesen, was das jetzt kann. Also hätte ich jetzt in meinem Lenkrad kein Display drin, könnte ich den hier oben benutzen. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich den hier oben viel angenehmer finde, weil der deckt nämlich das Dash vom Auto auf dem Bildschirm ab. Also, was kann man jetzt da alles drauf machen? So gut wie alles, was du willst und SimHub erlaubt. Denn das hier funktioniert in Kombination mit SimHub. Wenn du das Ganze jetzt hier auspackst, bekommst du ein schön 3D gedrucktes Gehäuse mit einem Touchbildschirm drinne und allerhand LEDs. Und die kannst du customizen. Dazu gibt es noch eine Halterung für SimoCube hier eingeblendet. Und dann bekommst du noch eine Halterung für Fanatec, auch hier eingeblendet. Das wird alles mitgeliefert, die passenden Schrauben sind dabei und du brauchst theoretisch bei deiner Wheelbase nur zwei Schrauben lösen. Dann kannst du das raufschieben, hinten musst du zwei Schrauben reindrehen und dann ist das Ganze fertig. Dann hast du unten einen USB-C-Anschluss, den schließt du an und gehst an den USB-Port ran und dann läuft das Ding. Ein kleiner Hinweis für euch nochmal. Falls ihr hier vorne bei eurer Wheelbase, also hier unten, Schrauben habt und Unterlegscheiben und die Schraube zu weit raussteht, kriegt ihr das Kabel nicht rein. Ich musste das so machen, dass ich zwischen die Schraube und der Halterung musste ich jeweils eine Unterlegscheibe rausnehmen, damit es wieder passt. Aber kommen wir mal zum visuellen Teil, ohne dass wir jetzt erstmal ganz grob und groß in SimHub reinspringen. Also ich lasse mal kurz das Auto an, dann könnt ihr das sehen. Ich habe hier visualisiert mein Pit-Limiter. Das leuchtet wie ein Christbaum. Das finde ich sehr schön. Also wenn wir jetzt hier beispielsweise mal rausfahren, dann können wir sehen, dass das Pit-Limiter on rausgeht. Seht ihr von GSI jetzt hier das Dash. Das habe ich jetzt genutzt, weil es die exakt selbe Größe hat. Ich habe aber auch noch ein anderes. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Und hier sehen wir nun allerhand Sachen drauf. Meine Gänge sind hier drauf. Ich kann sehen, welche Temperatur hier ist. Ich kann sehen, was für ein ABS ich eingestellt habe, was für ein TC ich eingestellt habe. Wenn ich jetzt mal hier die TC auf 10 regel, dann könnt ihr beispielsweise auch sehen, opa, wenn die TC regelt, blinkt das hier an der Seite noch. Ne? Also, ich fahre jetzt mal ein kleines Stück. ABS ist genauso, das geht auch an hier. Das wird mir immer gezeigt, wenn das ABS angeht. Und TC ist genau dasselbe. Wenn ich jetzt hier mal. Da habt ihr es wieder gesehen, da blinkt es dann auf. Hier, da regelt die TC. Das habe ich jetzt hier auch drin. Und oben sind meine Gänge drin. Der Pit-Limiter ist hier drauf. Und das könnt ihr alles customizen. Shorji, du bist mal ganz kurz ruhig. Das könnt ihr alles customizen in SimHub. Ein kleiner Hinweis. Wenn ihr das mit SimHub macht, müsst ihr das SimHub auf die neueste Version bringen. Ansonsten wird dieses Gerät nicht erkannt, nicht gefunden. Also bei mir hat es nicht funktioniert. Ich musste meinen SimHub updaten. Was aber wiederum bedeutet, alle Geräte waren bei mir weg und ich musste alles neu einrichten. War jetzt nicht so schlimm. Aber es war ein bisschen Arbeit. Also lasst uns doch mal ganz kurz in SimHub reindiven und ich zeige euch mal, was dieses Gerät denn nun wirklich alles kann. Wir haben hier eine Software. Falls Sie die noch nicht kennen, damit kann man nahezu alles, was in irgendeiner Form mit Technik zu tun hat und Sim-Racing zu tun hat und irgendwie miteinander funktionieren, kann man hier einpflegen. Von Bildschirmen, also Touch-Bildschirm, bis hin zu Bildschirmen von Lenkrädern, bis hin zu LED-Flex, die hier bei mir an der Seite dran sind, bis hin zu Shiftern,
Du kannst für Autos Sachen einstellen, dass dein Rev-Limiter dir anzeigt, wann du schalten musst für jedes Auto. Also du kannst hier wirklich alles machen, das kannst du alles customizen, so viel wie du Bock hast. Du kannst auf dem Lenkrad Knöpfe umlegen. Also du kannst hier wirklich komplett ausrasten. Aber heute reden wir mal über das 3D SimGear Dash Pro. Also wenn du das Gerät hinzufügen möchtest, dann findest du hier an der Seite Add New Device und dann kannst du hier unten Create Standard Device machen, weil es ist hier leider nicht aufgeführt. Hier sind allerhand Sachen schon drinne und vorgefertigt. Aber wir müssen jetzt hier ein Standard Device hinzufügen. Dann nehmen wir hier Standard LED Device with V-Core Screen. Klicken das an, fügen das hinzu und dann taucht das hier auf. Ich habe das Device schon mal umbenannt. Dann kannst du hier oben, ich habe das jetzt auf Englisch, kannst du bei General Connect to Specific Device machen. Ich mache das mal aus, dann seht ihr, dass das hier ausgeht. Da könnt ihr euch dann durchklicken. Bei mir sind es jetzt hier natürlich ein bisschen mehr. Und dort kannst du dann rausfinden, welches Device denn hier dran ist. Hier in dem Fall habt ihr noch ein Touchscreen dabei. Und das ist ziemlich cool und das zeige ich euch gleich mal, was man damit dann machen kann. Also hier könnt ihr dann den Touchscreen anmachen. Ihr müsst sonst gar nicht wirklich weiter was einstellen. Ihr könnt für euch jetzt hier noch den Idle Screen anmachen oder nicht. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht fahren solltet und ihr steht einfach in der Box, dann schaltet ihr um und dann ist da irgendwas drauf, was ihr gerne hättet. Bei mir ist es mein Logo mit Yeet noch mit dazu. Ihr könnt hier die Brightness noch einstellen. Da würde ich euch empfehlen, so um die 80 das einzustellen, wenn nicht noch ein bisschen weniger, weil das Ding verbraucht sehr viel Strom und manche USB-Ports liefern nicht so viel Strom, wie dieses Gerät braucht. Also da ein bisschen vorsichtig und gemach rangehen und mal ein bisschen austesten, falls der Bildschirm flackert, frisst das Ding zu viel Strom. Und dann kommen wir zu der nächsten Sache, und zwar die Dashboards. Und hier gibt es einen Haufen Dashboards. Also wenn wir das jetzt hier mal laden, ich habe jetzt einfach mal ein Simple Dash. Er ist noch am Laden. Ich glaube, er ist ein bisschen. Aha, da ist es. Da seht ihr dann eure Lap-Time, die Last Lap, Session Best und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Vorlagen. Die könnt ihr euch alle besorgen. Die gibt es bei Race Department. Manche Streamer, manche Discords haben Vorlagen. Ich persönlich bin sehr, sehr großer Fan von diesem Dash. Ich habe das nur noch nicht angepasst. Und zwar passiert hier Folgendes. Dafür gehen wir mal ganz kurz wieder ins Spiel und fahren noch mal kurz raus aus der Box. Das Exit hier clear. ist eigentlich das Push. Dash von meinem E-Plat. Das E-Plat ist ja so wie die Race Logic, die jetzt hier unten da links im Auto ist, ja. Und die E-Plat funktioniert sehr ähnlich. Und hier kannst du auch das von der ePlab laden. Es ist bei mir jetzt noch nicht eingepasst, da muss man ein bisschen customizen. Das habe ich jetzt an der Stelle noch nicht gemacht. Aber was ihr jetzt hier machen könnt, ist euch verschiedene Dashes erstellen. Und bei mir ist jetzt hier, könnt ihr sehen, hier sind super, super viele drin. Von Reifen mit Sprit dazu. Dann kannst du sehen, welche Temperatur aktuell ist, deine Bestzeit und so weiter und so fort. Kannst du hier alles sehen. Dann hast du hier noch einfach ein Dash, wie schnell du bist, in welchem Gang du bist, wie das Delta aussieht. Und das hier ist für mich zum Beispiel auch ziemlich geil. Wenn du jetzt einen Rennen fährst, kannst du beispielsweise auch sehen, wie viel jemand vor dir ist und wie viel jemand hinter dir ist. Und so kannst du dir hier unglaublich viele Dashes einfügen. Hier könnt ihr auch sehen, hier ist das Delta in groß, in welcher Runde du bist, wie viele Runden du noch fahren kannst mit deinem Sprit. Und du kannst jeweils immer auf der rechten Seite und auf der linken Seite drücken und deine ganzen Dashes durchgehen. Und das kannst du alles, wenn du Bock darauf hast, customizen bis zum Get-No. Und hier in dem Dash zum Beispiel, warum ich dieses sehr, sehr gerne mag, ist, dass du zum Beispiel auch siehst, in welchen Sektoren gelbe Flaggen sind, beispielsweise wie deine Sektorenbestzeit ist. Du hast in der Mitte noch eine Visualisierung von deinem Dash. Na, sage mal. Du hast in der Mitte noch eine Visualisierung von deinem Delta drinne. Und das wird dir auch rot angezeigt, das wird dir grün angezeigt. Du hast auch hier oben noch einen grünen oder einen roten Punkt. Wie gesagt, das ist jetzt für die Race Logic, also für die Race Logic, sag ich, für die ePlab gemacht. Ich habe es hier jetzt erstmal nur eingeführt, weil ich es sehr, sehr schön finde.
Wenn wir jetzt beispielsweise mal auf die LEDs gehen, also von wir gehen mal von dem Screen weg, weil der Screen haben wir, habe ich euch jetzt gezeigt, wie der funktioniert, und wir gehen jetzt hier mal auf Arduino. Wir gehen mal auf die RGB-LEDs, dann kannst du hier, also bei mir ist jetzt noch GSI mit drinne, das ist das Lenkrad, weil das hat hier oben auch welche drinne, und hier ist mein Dash. Und da kannst du wirklich allerhand Sachen für einfügen. Wie du hier sehen kannst, ist das für mich zum Schalten. Ich habe meinen Blinker hier mit drauf. Ich kann euch das jetzt alles mal kurz zeigen. Man kann das ja hier alles anmachen. Also wir könnten jetzt hier zum Beispiel, seht ihr ja, geht das hoch und runter, wenn die APM hochgeht. Ich mache das jetzt mal aus, dass sie nicht zu viel blinkt. Dann hier ist jetzt für mich, ne, ABS. Also so würde die Farbe blinken, wenn das ABS reinhaut. Hier können wir sehen, wie das, wie die TC regelt beispielsweise. Was ich cool finde, das habe ich mir auch drauf gemacht. Wenn der Blinker an ist, kann ich das auch sehen hier an der Seite. Oder wenn ich Warnblinkanlage anhabe, weil man vergisst das ja immer mal ganz gerne und dann guckt man nicht unbedingt unten rechts bei ACC zu. Man könnte sich jetzt hier beispielsweise auch die Flaggen drauflegen, wenn man möchte, an den Seiten. Ich persönlich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich an der Seite noch RGB-Flex habe. Aber du kannst hier wirklich alles Mögliche drauf machen. Und du könntest das theoretisch sogar noch an jedes Auto knüpfen, wenn du möchtest. Das ist total wahnsinnig, was du hier machen kannst. Und es ist ziemlich simpel. Wenn ich jetzt mal hier hinten auf My Hardware gehe, ja, dann sehe ich hier gerade, dass wir 3D SimGear Race Dash Pro haben. Und hier sind RGB-LEDs von 17 bis 37. Dann können wir jetzt hier reingucken und sehen hier allerhand Informationen zu diesem Gerät. Was aber für uns super interessant und wichtig ist, ist, dass die RGB-LEDs von 17 bis 37 sind. Weil nämlich das SimHub Dash wird von 1 bis 16 angesprochen. Also das ist jetzt das hier oben von meinem Lenkrad, ne? So, das heißt also, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu den RGB-LEDs und wir würden jetzt, sage ich mal, unseren zum Schalten uns die LEDs einstellen, können wir hier den LED-Count einstellen und wir können auch die Startposition einstellen. Bei mir läuft das jetzt von links nach rechts rein und ich habe das jetzt so gemacht, wenn wir das jetzt hier kurz mal anmachen, das würde ich euch dann auch immer empfehlen und ich drehe jetzt mal die RPM auf voller Esse auf. So, ja. Dann könnte man jetzt hier beispielsweise sagen, wir machen einfach weniger und dann seht ihr ja, dann rutscht das weiter nach drüben. Ne? Wenn wir jetzt das nach hier machen, dann rutscht das weiter zur anderen Seite. Und so könnt ihr euch das hier richtig schön alles einstellen, so wie ihr Bock darauf habt. Also muss ja nicht sein, dass ihr unbedingt in die Mitte reinlauft oder ihr wollt vielleicht noch zwei LEDs für etwas anderes haben. Dann könnt ihr das hier drinnen alles machen. Was halt auch ziemlich cool ist, ist halt der Indicator. Da muss man dann auch hier wieder die Startposition einstellen. Wie viele LEDs denn leuchten sollen, ist halt auch super wichtig. Und so kannst du dir alle Effekte hinzufügen in SimHub, die du findest und wo du Bock drauf hast. Du könntest hier Delta, Fuel und so weiter. Du kannst dir wirklich alles einstellen auf den Dingern und das funktioniert tadellos an der Stelle. Dieses Stück Hardware kostet 199 Euro. Es ist wirklich nicht wenig Geld. Aber durch die Möglichkeit, das alles zu customizen, und das funktionierte bei mir out of the box, also ich habe nur einen kleinen Fehler, da habe ich mit Nocturne drüber schon gesprochen. Ich habe hier an der Seite eine LED, die, naja, ich sag mal, einen kleinen Spinny hat. Wenn wir jetzt den Pit-Limiter anmachen, kann man das sehen, ne? Seht ihr die LED hier oben? Die hat einen kleinen Spinny. Da habe ich aber mit Nocturne drüber gesprochen. Es wäre kein Problem für mich, ihm das zu schicken und er würde das mir auch tauschen. Er würde mir für den Versand auch ein Label fertig machen, etc. pp. Ich habe das jetzt nicht in Anspruch genommen, weil mich persönlich stört das nicht zu sehr und es wäre zu viel, ich sag mal, Ressourcenverschwendung, das hin und her zu schicken. Wäre aber eine Möglichkeit. Der Rest hat bei mir wirklich tadellos out of the box funktioniert. Es war ein bisschen Fiddelkram, sich reinzufinden in SimHub. Weil das ist schon, naja, ich sag mal, ein bisschen komplexer, wenn man sich damit nicht auskennt. Nichtsdestotrotz hast du so viele Möglichkeiten, das zu customizen. Wenn du kein Display hast im Lenkrad, bin ich persönlich, ganz ehrlich, ein Riesenfan davon und ich werde das auch behalten. Eventuell werde ich
bei meinem Lenkrad nochmal umsteigen auf eins ohne Display, weil ich feiere das so, so sehr. Weil das ist nämlich genau auf dem Dashboard, was du in-game hast. Und du kannst da direkt drauf gucken. Und ich finde es persönlich so hilfreich, also gerade auch im Augenwinkel zu sehen, wann ABS angeht, wann TC regelt, wie der Blinker an ist, mit dem Schalten, also der Indikator für Schalten. Das Delta, die Rundenzeit, der Sprit und das ist wirklich alles gleich hier und du musst nicht immer unten rechts hingucken in die Ecke, sondern du hast es direkt vor dir und kannst einfach nur ganz kurz auf der Geraden mal runterblinzeln für eine Sekunde und darauf schauen. Und das ist für mich ein absoluter Gamechanger beim Rennfahren. Es gibt Möglichkeiten, auch solche Geräte selber zu bauen. Möchte ich gleich mal Transparenz an den Tag legen und sagen, kann man selber machen. Ich persönlich habe davon keine Ahnung. Ich bin natürlich so ein Anwender dafür. Ich bin auch nicht so ein Bastelfan. Deswegen ist das hier schon eine feine Sache. Ist der Preis jetzt gerechtfertigt von 200 Euro für ein 3D gedrucktes Gehäuse, wo man drei Schrauben ranmacht und eine Halterung kriegt? Ich sage definitiv, absolut. Man muss immer dazu sagen, da stecken Arbeitsstunden drinne, Entwicklungsstunden drinne und es kann wirklich eine Menge out of the box, gepaart mit SimHub, also die Software, die man in den meisten Fällen so oder so mitnutzt. Und du kannst wirklich, wirklich davon profitieren, wenn du damit fährst. Ist es ein Muss? Absolut nein. Braucht man nicht. Kann man auch ohne machen. Ist es nice to have und ist es ein super geiles Gadget? Definitiv. Also, wenn du Bock hast auf ein Dash, schau doch einfach mal beim Simrace Shop vorbei. Der gute Denso würde sich freuen. Ich möchte extra auch an der Stelle nochmal betonen, dass das zu mir geschickt wurde. Ich habe dafür nichts bezahlt. Es wäre in diesem Moment Werbung. Ich persönlich bin davon aber überzeugt und ich habe keine Vorgaben. Wenn ich etwas kacke finde, kann ich das sagen. Ich habe hierzu wirklich nichts Schlechtes zu sagen. Ich bin happy. Ich benutze es selber super, super gerne. Ich werde es nicht abbauen. Ich lasse es da und es holt mich total ab. Also an der Stelle Chapeau an 3D SimGear, Nocturne. Wirklich sehr schöne Arbeit geleistet. Vielen Dank an Denso, der das möglich gemacht hat, dass ich das testen durfte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und lasst mich mal wissen, ob ihr sowas auch testen würdet oder ob ihr sagt, boah, nee, ist jetzt nicht so mein Ding, muss jetzt nicht unbedingt sein, ist mir zu teuer. Oder ist eh nur Spielerei? Lass mich das mal wissen. Schreib das da unten in die Kommentare. Und nach dem Kommentar haust du ein Abo raus, klatscht einen Daumen rein, machst die Glocke an und dann hast du einen schönen Tag. Also, bis dann. Bis zum nächsten Video. Tschüssikowski. Also, beschäftigen wir uns doch mal mit diesem Gerät. Oder mit diesem Gerät. Namens William BJ Blazkowicz. Meine Katze.